Die Courage sind Familien, Partnerinnen und Sexualberatungsstellen mit dem Schwerpunkt LGBTIQ. Das heißt, besondere Beratungsstellen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen, intergeschlechtliche Menschen. An der Courage arbeiten professionelle Beraterinnen. Das heißt, wir sind ein sehr interdisziplinäres Team. Wir sind Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Lebens- und Sozialberaterinnen, wir sind Psychiaterinnen. Mein beruflicher Hintergrund ist die Sexualpädagogik und die Beratung für Menschen mit LGBTI-Themen ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen, das offene Ohr für diese Menschen zu haben und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen. Ich arbeite sehr gern mit schwulen Männern, überhaupt mit Männerthemen, Männergesundheit, da gehört auch HIV und AIDS dazu. In meiner Arbeit konzentriere ich mich hauptsächlich auf Fragen des Coming Out, sei es jetzt in Beziehungen, sei es auch noch ohne Beziehungen, also von Single-Menschen, Männern, Frauen, transident empfindenden Menschen. Also innerhalb der Courage konzentriere ich mich vorwiegend auf die Arbeit mit den Young-Trans-Gruppen, mit den Trans-Identities. Ich bin die Leiterin der Trans-Family-Gruppe. Das ist eine Gruppe für Angehörige von transidenten Menschen, also für Partner, Partnerinnen, für Eltern und überhaupt Angehörige. Was sehr schön ist, es gibt neben der Einzelberatung und Paarberatung oder Familienberatung auch eine Gruppe für lesbische, bisexuell empfindende Frauen, und zwar die SAFU-Gruppe. Der Sinn dessen ist erstens einmal, dass sie sich gegenseitig stützen, dass sie sich vernetzen können, dass sie wissen, sie sind nicht allein, sondern es gibt einfach viele andere, die gleichen Themen und Probleme haben. Die zentrale Frage ist dann immer, wie können Klienten und Klientinnen mehr Sicherheit ihrer selbst erlangen, beziehungsweise dann auch, wie man so schön sagt, selbstsicherer auch auftreten, beziehungsweise für sich einstehen. Wenn das unsere Klienten spüren, dass sie hier einmal einfach laut denken können, ohne unterbrochen zu werden, dass sie ihre Gedanken ein bisschen frei ventilieren lassen können, dann entsteht schon sehr viel Vertrauen und dann traut man sich selber auch mehr zu. Und dann kommt schon mal der Satz: Boah, jetzt habe ich Ihnen was erzählt, das habe ich noch niemandem erzählt. Also, ich habe zuerst angerufen bei der Courage und einen Termin ausgemacht, einen Ersttermin. Und dann bin ich zum Gespräch hingekommen und es waren eigentlich alle sehr offen und freundlich und ich habe mich gut verstanden. Und ich muss sagen, ich habe natürlich am Anfang irrsinnig Angst gehabt oder war halt relativ nervös. Und wie ich dann reingekommen bin, es war halt alles relativ bunt und irgendwie eine Musik im Hintergrund. Und also das hat mich dann schon ein bisschen runtergebracht. War es eigentlich so ein fast wie ein Heimkommen? Es war so eine angenehme Atmosphäre, schon das erste Gespräch. Und es war zu merken, dass da wirklich Erfahrung in unseren Problembereichen vorhanden war. Irgendwie das Erste, was mir aufgefallen ist, war einfach, dass es total angenehm war, diese Fragen von ihm gestellt zu bekommen. War jetzt eigentlich nicht so scharf drauf, zu einem Fremden hinzugehen und sagen, ja, mein Problem ist dieses und jenes und jenes und das ist ja total intim eigentlich. Aber er hat das halt auf so eine Art und Weise diese Fragen gestellt, dass ich eigentlich überhaupt kein Problem damit hatte. Es ist wichtig, dass mein Gegenüber weiß, dass ich der Verschwiegenheit unterliege, der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, alles, was ich hier bespreche, und sei es noch so intim oder peinlich, bleibt im Raum. Ja, was ich aus der Courage mitgenommen habe, war auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein im Alltag. Also ich fühle mich in meiner Geschlechteridentität wohler und ich traue mich auch mehr, mich nach außen hin so auszudrücken, wie ich möchte und fühle mich auch nicht mehr allein. Und was für mich immer so berührend ist, auch nach 15 Jahren Courage noch immer sehr berührend ist, wenn einer zum ersten Mal zum Beispiel ausspricht den Satz, ich bin schwul. Zum ersten Mal in diesem Raum sagt, ich bin schwul und fast ein bisschen erschreckt, weil er selber zum ersten Mal gehört hat, ja, obwohl er es schon seit vielen Jahren fühlt. Das ist immer ein total bewegender Moment. Und ich sage, schauen Sie, sonst hat es niemanden vom Sessel gehauen. Konkrete Herausforderungen sind dann auch Herausforderungen, die mich manchmal treffen. Also es ist zum Beispiel die Armut von Klienten und Klientinnen, also so wirklich existenzielle, bedrohliche Armut. Weiters auch existenzielle Sicherheit im Sinne von Begleitung bei Asylverfahren. Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ihr Land verlassen müssen. Sich mit der ganzen Bürokratie des Asylbescheids herumschlagen
und da einfach viel Unterstützung brauchen, denn man muss schon ein gelernter Österreicher sein, um dieses System zu verstehen. Die Courage hat ein beste Gutachten für mich geschrieben, wegen meiner Sexualität, dass ich also leichter mein Asylverfahren bekomme. Ich habe das Beratungsangebot der Courage jetzt auch nicht nur für mich angenommen, sondern auch in meiner Funktion als Lehrer, weil mir natürlich auch Jugendliche, ich hatte damals die Zielgruppe 15- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler, weil mir auch immer wieder Schüler und Schülerinnen begegnet sind, die auch ihren Coming-out-Prozess gerade hatten. Mein Name ist Sigmund Kajahan, ich bin Koordinator der Kampagne Es wird besser Österreich. In diesem Kontext arbeiten wir, und mit wir meine ich die LGBTI-Community von Wien und Österreich, sehr eng mit der Courage zusammen und schätzen die Courage nicht nur für ihre psychosoziale Beratungstätigkeit, sondern auch für die tollen Projekte, die im Laufe der Zeit realisiert wurden. Zum Beispiel das tolle Projekt Check It Out, wo für Jugendliche Workshops angeboten werden, wo sie über die Themen Trans, Homo, Bi, Inter und so weiter informiert werden. Mein Name ist Tino Ponzer, ich bin vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich. Ich bin selbst Inter. Inter sein bedeutet, dass die Geschlechtsmerkmale des Körpers nicht ausschließlich weiblich oder männlich sind. Wir kooperieren dabei auch mit der Courage, die bereits sensibilisiert ist auf das Thema und ebenso Beratungen durchführt. Ich habe es erlebt während dem Praktikum, dass viele Klienten von Psychotherapeuten geschickt worden sind auf die Beratungsstelle und das Thema Sexualität auslagern wollten. Da ist mir bewusst geworden, wie wichtig Sexualität eigentlich ist, und erst dann ist mir bewusst geworden, wie viel ich da gelernt habe. Innerhalb der psychosozialen Szene, glaube ich, haben wir einen sehr wichtigen Stellenwert, weil wir immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es in unserer Gesellschaft eben die Vielfalt von sexuellen Orientierungen, von geschlechtlichen Identitäten gibt, aber auch die Vielfalt von Familienformen, so zum Beispiel auch Regenbogenfamilien oder die Vielfalt von Partnerschaftsformen. Und hier, glaube ich, ist Courage im Laufe dieser 15 Jahre wirklich zu einer Beratungsstelle geworden, die immer wieder darauf hinweist, auf diese Vielfalt, auf diese vielfältigen Formen menschlicher Lebensweisen. Ich wünsche der Courage zum 15. Geburtstag weiterhin viel Courage, denn sie sind jetzt in der Pubertät. Zum Geburtstag wünsche ich der Courage alles Gute und wünsche mir, dass wir auch weiterhin noch stärker zusammenarbeiten, und hoffentlich gibt es auch irgendwann mal eine eigene Intergruppe. تولد 15-jährige Courage تبریک میگم und ich wünsche, dass sie noch vielen Menschen hilft. Ja, natürlich wünsche ich der Courage noch einmal 15 Jahre. Einerseits, weil ich weiß, dass es uns brauchen wird, und auf der anderen Seite schon ein bisschen auch mit einer Träne im Auge, leider, dass es uns brauchen wird. Ja, und von dem allen abgesehen wünsche ich uns und der Courage, dass es so in der Form, wie sie Pionierarbeit geleistet hat, auch noch weitergehen wird und gut weitergehen kann. Die Beratungen sind anonym und kostenlos. Selbstverständlich ist es wichtig, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, uns auch Spenden geben, weil nur so können wir den hohen Bedarf, den es an Beratung und Beratungsangeboten gibt, wirklich abdecken. Alleine mit den Förderungen können wir den Bedarf schon lange nicht abdecken. Man kann ruhig einmal anrufen, wenn man sich nicht traut, einmal herzukommen, und nur am Telefon einmal schauen, wie die Menschen so sind. Und dann kann man sich aber ruhig hertrauen für ein Erstgespräch. Man muss sich noch zu gar nichts verpflichten und kann sich einmal das Ganze anschauen. Ich meine, man hat nichts zu verlieren, wenn man hierher kommt. Im Gegenteil, man kann nur gewinnen.